Sie würden gerne also ein Therapiezentrum eröffnen. Ich bin da ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Nein, Mann, du bist sie jetzt ruhig, Bernd, sonst rast dich komplett ab. Nein, weil du einfach nicht auf. Bist. Ich habe ein kleines Problem mit dir. Bei uns geht das ruckzuck. Ich mache einen Call, ja? Und dein Kopf gehört mir. Ich habe heute richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Wirklich extrem Lust drauf. Ich habe übrigens tatsächlich auch für die Bewerbung im Forum habe ich natürlich auch zwei Dokumente bereitgestellt. Einmal ein Empfehlungsschreiben und einmal meinen Doktortitel. Ich denke mal, das sollte ausreichend sein, um Frau Volantis davon zu überzeugen, dass wir hier unser Praxisgewerbe nachgehen dürfen. Boah. Ey, nicht, wenn ich jetzt den Termin verpasse, weil ich mein Auto nicht hier habe, Alter. Das ist ja peinlich, ne? Ja. Bitte lass mich hier irgendeine Karre stehen haben. Ja, besser als gar nichts. Ist auf jeden Fall schneller, als wenn ich laufe. Auch wenn es sau peinlich ist. Einen Nein. wunderschönen guten Nein. Abend, hallo. Bonsoir, Herr Wolter, nehme ich an. Richtig, Frau Volantis. Sie würden gerne also ein Therapiezentrum sozusagen hier in Los Santos eröffnen. Richtig, genau. Erzählen Sie mir nochmal meinem Kollegen und mir, was Sie sich genau vorgestellt haben, wie der ganze Rahmen aussehen soll, was so Ihre Steckenpferde sein sollen. Entschuldigung. Im Großen und Ganzen plane ich tatsächlich einen Praxisbetrieb hier zu etablieren. Auf jeden Fall Bedarf und Not am Mann ist definitiv da. Also ich sehe dem positiv entgegen. Wunderbar, vielen, vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Und da kann ich nur sagen, dass ich, wie gesagt, sich freue, eventuell weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten und gespannt bin, was die Zukunft bringt. Das sind wir auch, um ehrlich zu sein. Ja. Wunderbar. Leute, das läuft. Das läuft. Geil, Mann. Schauen wir mal, was die Nacht heute bringt, Leute. Es muss auf jeden Fall noch ordentlich Geld verdient werden. Es ist Zeit für die eigene Immobilie, eventuell sogar ein Büro, was wir hier bekommen. Schauen wir mal. Vielleicht könnte man sogar mit Herrn Bergmann sich die Praxismiete teilen. Ich meine, Anwalt und Psychologe, das liegt im ersten Schritt gar nicht so weit auseinander, oder? Dann auf. Heute auf jeden Fall noch ein bisschen Action geplant. Wir müssen es auf jeden Fall da noch bei jemandem rächen, der uns da gestern das Geld aus der Tasche gezogen hat. Da werde ich mich mit Lolita nochmal drum kümmern. Vielleicht feuert Bernd heute seine erste Kugel in einen menschlichen Körper. Mal schauen. Hallo? Herr Hilton, Sie hatten ja eventuell mal Interesse geäußert an einem Therapiegespräch. Ist das immer noch aktuell? Ja. Die Joanna Hilton, ist das nun Ihre Frau oder Ihre Schwester? Ich verstehe es nicht ganz. Das ist eigentlich meine Frau, aber leider, also ist halt eine dicke, ist halt eine Hau. Ah, okay, gut, weil ich jetzt tatsächlich auch nochmal gleich mit ihr einen Termin habe. Und sie von einer Scheidung gesprochen hat, die beide nicht irgendwie tragen wollen. Ja, ich will scheiden, aber kein Geld, weißt du. Ich hatte tatsächlich gerade ein Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann, der hatte nicht in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Lassen Sie mich raten, er hat auch erzählt, sie hat mich betrogen, sie ist so eine Gut, da habe ich natürlich ein Schweigegelübde, was ich, also er ist noch kein Patient von mir, aber ich werde auf jeden Fall heute Abend eine Therapiestunde mit ihm haben. So, was steht denn heute Abend an? Gehen wir feiern oder so? Der hat Bock. Ja, ich meine, ich habe später noch eine Therapiestunde mit diesem Herrn Hilton, aber... Ach, das wird eine lange Sitzung. Oh nein! Oh nein! Hilfe! Hallo, alles gut? Au! Mein Bein! Sind Sie runtergeflogen? Ja, danke! So, Notruf ist abgesetzt. Danke! Dieser blöde Office Tower hier. Keine Geländer, nichts. Können Sie mit dem Auto einfach über mich drüber fahren, damit es vorbei ist? Es dauert. Hallo! Wer ruft mich denn da gerade die ganze Zeit an, Alter? So ein Indie. Au! Kann ich ein Einzelzimmer haben? Nee. Dann hätte ich gern das am Fenster hier vorne. Im Moment, hier ist kein Fenster. Hallo? Können Sie bitte leise sein, das ist der Flügel für Privatpatienten. Hey, wer redet denn dort die ganze Zeit? Der Mann sitzt in der Wand, ich weiß es nicht, das ist bestimmt der Hausmeister. Kommen Sie aus der Wand raus! Nee, ich bleib hier mal. Sie müssen sich wundern, Chat, der Server ist gerade offline und wir sind gerade in so einer Zwischenwelt gefangen, wo alles möglich ist. Also hier ist gerade halt komplett egal, was man macht. Kann so wieder hier runterspringen, glaube ich. Gut, kann ich nicht. Jetzt liege ich hier im Boden. Hilfe, hallo! Bin hingefallen, gestolpert und dann bin ich da runtergefallen und jetzt tut mir alles weh. Lost! Da am Schambein tut's ganz doll weh.
An der Leiste. Soll ich mich nochmal umdrehen? An der Leiste tut's ganz doll weh am Schambein. Das darfst du machen. Warum das denn? Ich genau das gleiche sagen. Au, 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 au. So wird das nicht besser? Entschuldigung, ich versuche mich nur von den Schmerzen abzulenken. Sing mir was Schönes vor. Meine Leiste, die tut weh. Au, au, au. Nein, nein, was Schönes, nicht sowas. Ich weiß es ganz genau. Ich frag dich noch einmal. Ist er denn besser als ich? Oder liebst du mich nicht? Sag nichts. Egal, du hattest mich nicht. Hallo. Tschüss. Hallo? April Hilton hier, hallo? Ich wäre dann jetzt bereit für die Therapiesitzung. Ich habe mir da aber Folgendes überlegt. Ja, auch noch. Wir würden gerne die Therapie gemeinsam vielleicht mit dem Herrn Olekul machen. Der ist auch Therapeut und kann da ganz gut beihelfen. Und die Frau von Ihnen würden wir auch gerne mit dazu nehmen, dass wir da eine Paartherapie draus machen. Welche Frau? Die Frau Joanna Hilton. Oh nein, nicht Joanna Hilton. Oh mein Gott, oh ja, genau, wird lustig. Okay, alles klar, wo muss ich hin? Ist das nicht meine verhurte Ex-Frau? Ist das dein Bastard-Ehemann? Ganz ruhig, du bitte. Du bist einfach nur ekelhaft. Hallo, 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 hallo. So, dafür bin ich ja hier, um hier zu übersetzen und versuchen zu vermitteln. So, Herr Hilton. Schön, dass Sie sich erstmal bereit erklärt haben, überhaupt hier die Therapiesitzung anzugehen. Also ich bin erstmal eigentlich nur hingekommen wegen irgendwas ganz anderem. Ich wusste nicht, dass meine... Also können wir vielleicht, also das, vielleicht sollten wir generelle Gesprächsregeln festlegen. Ich merke schon eine leicht toxische Stimmung zwischen Ihnen beiden. Ich möchte mir gerne erstmal die Sichtweise von Herrn Hilton anhören. Beschreiben Sie doch erstmal ganz kurz. Also, Frau Hilton, Sie halten sich bitte geschlossen. Ich war auf der Insel und habe viele Frauen kennengelernt, bis ich eigentlich meine Traumfrau gefunden habe, Joanna, die wirklich geil aussieht, aber... Das Problem ist, wir hatten noch nie Sex gehabt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein Mann ist. Ich frage mich das immer wieder, weil ich habe noch nie ihre... Und mit mir wollte sie nichts machen, aber ständig bekam ich Anrufe von Yakuza. Wenn mal deine Frau meinte, sie wäre Single. Und ich sag's, wie es ist. Ne? Entschuldigen Sie, Beleidigung, aber mit so einer fast schon prostituiert. Gut, lassen Sie uns bitte bei sachlichen Kommentaren bleiben. Beleidigungen müssen ja nicht sein. Ein bisschen Liebe. Wenn Sie vielleicht von der Scheibe weggehen könnten. Tatsächlich eine sexuelle Frustration, die sich da eingestellt hat, nehme ich an. Ja, ja, definitiv. Joanna, ich würde das Ganze mal gerne aus deiner Sicht hören. Gut, ich habe Kevin kennengelernt, war sehr sympathisch, hätte alles für diesen Typen getan. Ich alles getan, wurden, aber kein Er haltet seine Fresse. Wir haben Kevin, gesagt, bitte. Ich kann mehrere Frauen aufzählen. Ich habe dich gesehen, als du dich vor Sarah Espenheim am Weihnachtsmarkt ausgezogen hast. Wie du mich mit dieser einen, ich habe ihren Namen vergessen, gefragt hast, ob ich eine Dreiecksbeziehung führen möchte. Ehrlich gesagt, bist du entweder ein Teenager, der sein noch nicht unter Kontrolle hat, oder ein Hund, der alles anrammelt, was auf drei nicht auf dem Baum ist. Wir möchten hier, wie gesagt, keine Beleidigungen hören. Stimmt es, Joanna, dass sie tatsächlich da den sexuellen Kontakt nicht wollten? Mit einem Typen, der nicht ganz Zeit dauerhaft am Betrügen ist. Gut, aber ich meine, als er das... Schon vor der Hochzeit hat er das getan. Und ich dachte mir, vielleicht hört es ja auf, wenn wir heiraten. Ja. Nein, was hat er getan? Er hat mich weiter betrogen und erzählt jetzt der ganze Scheißinsel, dass ich ihn angeblich ganz Zeit betrogen hätte, was nicht mal stimmt. Können Sie sich da vielleicht dran erinnern, was das erste Gefühl gewesen ist, als Sie Frau Hilton gesehen haben? Also, erstmal dachte ich mir so, geile Blonde. Hoffentlich hat die schöne Füße. Okay, interessant. Und dann hatte ich ein schweres Verlangen, meinen Genie... Frau Hilton, wie war das bei Ihnen? Ein sehr attraktiver Mann. Herr Hilton, ich merke da auf jeden Fall einen erhöhten Sexdrang bei Ihnen, einen erhöhten Sexualtrieb, wenn ich das so aussprechen darf. Gut, Frau Hilton, momentan, emotional, wie stehen Sie zu Kevin Hilton? Er ist mir komplett egal. Lüge. Okay, Sonst wärst du nicht hier, laber auch keine Ich bin nur hier, weil ich endlich eine Scheidung will. Ja, dann gib mir eine ich scheide mich von dir. Ganz ruhig, ja, die Herren. Ich glaube... Kannst du auch für Geld dafür verlangen, dann bist du Multimillionär. Schön, und mit so vielen Weibern du gefunden, du bist die größere Hure als alles andere. Gut, ich glaube als Mann tatsächlich... Kann man keine Hure sein, weil wenn ich typ doch, ganz Frauen ruhig... Hallo. Hören Sie mir bitte zu, beide. Dankeschön. Joanna, bitte setz dich hin. Ich habe vorher noch nicht meine Sachen zu abgeben. Setz dich hin. Wir haben sehr wenig Zeit miteinander. Das ist das Ding. Miteinander die hört nie die Alte. Gut. Soll ich dir gleich einen Tritt in die Fresse geben? Nein, bitte nicht. Bitte. Hallo, aua! Au, was zum Teufel? Hey, ganz ruhig. Hallo. Oh Gott. Hilfe, wir brauchen hier die Polizei. Hilfe. Hör auf, wie sie schlagen.
Die Dame ist hier gerade ein bisschen aggressiv geworden. Kann ich mich einmal ausreden, ihr Idioten? Nein, Hilton. Sie sind sicherlich auch der Meinung, dass vielleicht eine Scheidung das Beste wäre, nehme ich an. Ja, dann geben Sie mir das Geld und ich mache das. Ich bezahle für die kleine Nix. Über wie viel reden wir denn hier? Ja, 1 Million. Dann wäre es ja sinnig, wenn sie sich das beide teilen würden. Ich merke hier auf jeden Fall gerade, gib 450.000 Joiner und wir machen das. Ich glaube, das wäre tatsächlich der fairste Weg. Joiner, ich weiß, dass du 450.000 hast. Ich habe nicht mal 450.000. Ich habe gerade 170.000 oder so. Du gehst arbeiten, du Idiot. Ja, du kriegst 10 Dollar pro Schwanzlutsch. Da musst du mindestens schon 1 Million haben. Hallo, bitte, Herr Hilton, bitte, Herr Hilton. Eigentlich solltest du auch schon mehrere Millionen haben, so oft du dich in... Ganz ruhig bitte, hallo. Also ich merke gerade, dass die Fronten hier dermaßen verhärtet sind, dass tatsächlich wahrscheinlich der generelle Abstand zueinander, glaube ich, erstmal das Richtige wäre. Ich bin da ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Joanna, ich muss dir was sagen. Joanna, du warst für mich immer nur so ein Sidechick. Mehr warst du nicht. Gut, sie haben sie geheiratet. Meine wahre Liebe war immer Clara Miles gewesen, nur dass du es weißt. Herr Hilton, bitte, ich möchte Sie jetzt hier letztes Mal ermahnen, dass Sie... Nein, du bist jetzt ruhig, Bernd, sonst raste ich komplett aus. Frau Hilton, bitte, ich bin... Mir obliegt dir die Gesprächsführung. Du willst einfach nicht einsehen, dass du der Bastard in der Ehe warst. Ich war wirklich... Ist ja jetzt auch nicht wichtig. Es muss ja jetzt auch hier nicht weiterhin eskalieren. Bis rausfällt, Alter. Nein, weil du einfach nicht auf. Wow. Hallo, hey, hey, hey. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, Joanna, bitte. Joanna, ich rufe sonst wieder den Wachschutz rein. Joanna, bitte hör auf damit, okay? Wenn Sie dann vielleicht versuchen würden, Ihren Vater zu erreichen wegen dem Geld und wir vielleicht das Ganze hier schnellstmöglich über die Bühne bringen, damit Sie beiden hier getrennte Wege gehen. Also wir kommen hier so nicht weiter. Wir müssen jetzt hier eine Entscheidung fällen. Ich glaube, die Privat-E-Beratungen an, ja? Also Okay, Herr Oleko ist hier. Man soll zwei sich abstoßende Magneten nicht mit Tesafilm zusammenhalten. Das bringt nichts. Wichtig wäre dann nur, dass Sie das vielleicht schnellstmöglich irgendwie über die Bühne bringen. Und das gilt für Sie beide. Ja, nehmen wir an. Leider 500.000. Wer ist dein Vater? Junge, ich bin deine Schwester. Und Wollen nicht probieren, ist man das noch so retten, die Ehe? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Die beiden gehen mit Waffen aufeinander los und das macht alles wenig Sinn. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Herr Wulter. Ja? Manchmal hasst man sich, aber dafür liebt man sich doppelt so sehr. Ich habe noch eine andere Sache, Herr Wulter. Natürlich. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen. Ja. Ich habe heute Morgen in die Zeitung geguckt und anscheinend gestern ist ein Psychotherapeut besoffen mit einer Waffe im Stadtpark rumgerannt, hat rumgeschrien und in die Luft geschossen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Kevin stellt mich wie eine Schippe dar. Sei mal ein bisschen ruhiger. Schreit doch nicht so rum, ich höre euch. Ich glaube, Sie sind der Vater der beiden, nehme ich an. Das ist so richtig, ja. Schön, Sie kennenzulernen. Joanna, wenn du mich ansprichst, dann bitte nur mit Daddy. Okay. Merke ich mir. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Werdegang kennen. Tatsächlich nicht. Aber ich hatte ungefähr schon 8 Frauen hier auf der Insel und habe ungefähr 700 eingetragene Handynummern von Damen gelesen. Klingt nach einer sexuellen Störung, wenn ich das so offen sagen darf. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie Ihre Tochter an der Leine auf allen Vieren durch die Wohnung laufen? Das und ist, wieder mit. Ja, wie gesagt, Kevin, Hälfte ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Es geht um 50.000. Das ich muss darum nicht über viel. Eine Nacht drüber schlafen. Ich habe heute 1 Million Dollar verloren. Alter, nein! Ich denke, aber man sollte ihm trotzdem noch Zeit geben bis morgen. Das ist ja nicht wenig Geld. Da muss man einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Oder vielleicht auch einfach mal miteinander schlafen. Dankeschön, Ayo. Das war eine gigantische Aussage. Ja, dann haben wir doch hier eine Lösung gefunden. Wenn das dann morgen zur Scheidung kommt, sind sie ab nun nur noch Geschwister. Vielleicht nehmen sie sich beide jetzt mal ganz kurz in den Arm. Ja? Nein. Doch, Joanna, bitte. Es wäre sichtlich, dass du signalisierst. Wahrscheinlich mehrfach in seinem Schritt, aber Kevin? Hiltons Tag und Nacht. Crazy Familie. Oh mein Gott. Nein. Haben wir bis morgen eine Antwort, bitte, ja? Die hoffentlich positiv ausfällt. Ja? Deiner Schwester wird's gut tun und deiner jetzt noch Frau. Was machen Sie eigentlich hier? Er ist beratend, steht er mir zur Seite. Es ist immer nicht verkehrt, zwei verschiedene Therapeuten auf die. Was soll ich hier stellen? Bitte, Herr Wolter, ich glaube, sie kommt da gerade nicht gegen an. Okay, wunderbar. Dann ist das ja jetzt hier beendet, oder? Ich war schon mal in Berlin feiern. In Berlin läuft die gleiche Musik. Hat hier keine Bar oder sowas auf, wo man jetzt... Ja, hat eine Bar auf, aber da ist halt nichts los, oder? Angenommen, wenn wir da jetzt alle hingehen, das ist doch... Ja, dann. Ayo, wir wollen auch. Warum ist so wenig angezogen? Ganz schön wenig an die Damen, wenn ich das so sagen darf. Ja, willkommen auf dem Kiez, wir den Fisch...
Wo gehen wir feiern? Oh, wir gehen irgendwo in eine Bar und stürmen den Laden. Und ja, dann betrinken wir uns alle und dann gehen wir ins Nachtleben, hörst du? Ja. Jawohl, Bernd ist angekommen. Ja, Bernd ist echt angekommen. Ich muss auch mal leben hier, weißt du? Ich hab die ganze Zeit gearbeitet. So. Hallo? Gott, heilige Sch... Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich musste das kurz wegmachen. Gehen wir jetzt feiern oder was? Au! Oh. Hallo! Oh, das tut mir ja leid, aber das ist ja wohl das Mindeste, was du verdient hast. Sag mal. Ich hab nur getanzt, ich hab so gemacht. Und ich hab, außerdem habe ich einen Schaden an der Leiste und ich musste meine Hüfte die ganze Zeit bewegen, sonst wird das nämlich nicht schwer gestürzt. Ja, richtig. Also bitte, darf ich sie mal ein bisschen näher beleuchten, die Dame? Oh, Bernd. Es ist so unangenehm manchmal, Stehen sie wegen der Taschenlampe. Oh mein Gott, volle Bude, das ist zu voll, Jungs. Also hier ist echt zu viel. Ja, warte doch mal, das kann doch noch mit der Zeit kommen. Das kann doch noch, ich meine, das kann ja noch alles kommen, oder? Oh ja. Nicole, hast du vielleicht noch Freundinnen, die kommen wollen? Wir brauchen eine Menge Leute hier. Hinter der Tür finden sie alle ihre Träume. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen sollte. Nein, das geht wirklich, das ist alles gut. Oh nein, hätte wieder gesoffen. Hallo. Nein, nicht. Oh, was für eine Party! Alle rein in 9¾. Ich trinke mir jetzt erstmal einen. Und Tequila. Und noch ein Tequila! Ja! Das ist ein Song! Oh ja! Mollo, alles gut, oder? Ich öffne die Augen und beginne den Tag mit einer Ruhe. Geht hier. Party! Oh mein Gott, Enver! Ich öffne die Augen und beginne den Tag. Oh mein Gott, Enver! Ayo, ein letztes Mal die Harry Potter Tür mit Harry Potter Musik bitte. Dann fahren wir nach Hause. Alle mal mitkommen, die Damen. Wir haben noch ein kleines Überraschung für alle hier. Ja, dann bitte. Okay. Alles klar. Oh, ich werde hier nochmal angerufen. Kollege. Ah, Herr Hilton. Hallihallo. Einen wunderschönen guten Abend. Haben Sie Zeit? Ich wollte mich eigentlich gerade zum Bett begeben, aber für Sie warte ich natürlich nochmal gerne, Herr Hilton. Okay, alles klar. Ich schicke dir in 5 Minuten Standort, dann kommst du da hin, ja? Schönen guten Abend, hallo. Wunderschön. Ich habe ein kleines Problem mit dir. Okay. Ich glaube, du kannst dir nicht wirklich vorstellen, wer hier gerade vor dir steht, oder? Du meintest, mit meinem Sohn eine Sitzung abzuhalten. Richtig. Und ich habe gesagt, dass ich diese bezahle. Ja. Und dann habe ich diesen Preis gehört. $100,000. Ist dir bewusst, wie viel $100,000 sind? Ich fand diese Summe, die sie mir da genannt haben, schon ziemlich dreist. Wissen Sie, was ich normalerweise mit Leuten mache, die mein Geld wollen? Hier nichts Gutes, ja? Also Jungs, fahrt mal an. Bei uns geht das ruckzuck. Ihr macht noch nichts, okay? Ich mache einen Call, ja? Und dein Kopf gehört mir. Okay, aber ich habe ja jetzt nichts Verbotenes gemacht. Das ist richtig. Ich möchte dir nur deutlich machen, auf was für ein Pflaster du dich hier gerade stellst. Und soll ich dir noch was sagen? Ja. Du gefällst mir. Ah, okay. Eigentlich wollte ich dir nur ein bisschen Angst machen. Wollte ich nur ein bisschen Hops nehmen. Eieiei. Da solltest du irgendwo mal Hilfe brauchen, rufe ich gerne an. Das war jetzt, Und eine schöne Demonstration, ne? Einen schönen Abend noch, die Herren, ja? Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du hast dich nicht allzu sehr eingeschissen. Nee, alles gut. Ich gehe dann jetzt die Hose wechseln. Dankeschön. Das Auto ist abgeschlossen. Wir machen das Auto auf und dann fahren wir. Das Auto aufmachen. Der Mann hat mir 200.000 einfach so gezahlt. Ich meine, erfolgreicher Tag an der Stelle. Das waren 7 Stunden Stream. Ich küsse eure Augen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Bernd Wolter wird legal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Dann. Ciao.